Es ist offensichtlich, dass Sie das ideale Profil für die Stelle haben. Das freut mich. Nur fürs Protokoll. Beschreiben Sie doch in ein paar Sätzen Ihre Stärken und Schwächen. Also, was meine Stärken angeht, würde ich sagen, ich habe Ausdauer, bin durchsetzungsfähig, ich bin teamfähig, kompromissbereit und sehr pünktlich. Ja, das sind so meine Stärken. Und meine Schwächen? Schwierige Frage. Also, ich würde schon sagen, dass ich sehr perfektionistisch bin. Manche Leute sagen sogar, ich wäre pedantisch. Zumindest sagt das mein Ex-Freund. Der sagt das aber auch nur, weil mir einmal die Hand ausgerutscht ist. Einmal. Ich meine, was ist daran so schwer, die Socken vor der Wäsche auf rechts zu drehen? Was ist daran so schwer? Ich habe es ihm immer wieder gesagt, dass ich das ganz, 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 ganz widerlich finde, weil ich muss mit meiner Hand in seinen dreckigen Socken rein und den dann so umkrempeln. Und dann guckt er mich auch noch so blöde an. Wenn wir schon bei den Schwächen sind, nachts lasse ich immer den Fernseher laufen, weil ich so einsam bin. Und wenn mir jemand Kakao auf meinen Cappuccino macht, obwohl ich vorher gesagt habe, ich will kein Kakao auf meinem Cappuccino haben, dann drehe ich durch. Aber daran ist ja nichts falsch. Daran ist nichts falsch. Vielleicht fragen wir einfach meinen bisherigen Vorgesetzten. Der kann auch noch mal was zu sagen. Darf ich vorstellen? Dr. Schnuffelpuh. Dr. Schnuffelpuh, Dr. Ebert, Dr. Ebert, Dr. Schnuffelpuh. Dr. Schnuffelpuh, habe ich irgendwelche Schwächen? Nein! Herzlichen Dank, Dr. Schnuffelpuh. Tja, wann soll ich denn dann anfangen?